Herzlich willkommen zu dieser Videoreihe, bei der ich dir benötigte Kenntnisse zu einer Textverarbeitung hier Word 2016 vermitteln möchte, nämlich die du benötigst, um eine vorwissenschaftliche Arbeit, eine VBA, eine Diplomarbeit oder Seminararbeit zu schreiben. Und jetzt in diesem sechsten Video geht es darum, zu zeigen, wie man einzelne Zeichen hochstellen oder tiefstellen kann. Dazu geht man mal hierher, zum Beispiel zum Märchen, und ich möchte jetzt hier eine Zahl hochstellen, nämlich die Zahl 2. Dann gehe ich hierher, ihr könnt auch ein anderes Zeichen nehmen. Gehe jetzt ins Kontextmenü hinein, rechte Maustaste, wähle hier Schriftart. Da gibt es einige Dinge einzustellen, was uns hier jetzt aber interessiert, ist einmal hochgestellt. Wenn ich hier hochgestellt nehme, klicke her, dann siehst du, dass hier dieser Zweier hochgestellt wird. Das heißt, er ist etwas oberhalb. Wenn ich jetzt hierher gehe und zum Beispiel das Wort T tiefer stellen möchte, markiere ich wieder dieses Wort T, wieder rechte Maustaste, das Kontextmenü geht auf, ich gehe wieder auf Schriftart, wähle in dem Fall hier tiefer gestellt und man sieht, wie es hier etwas kleiner wird und etwas tiefer gestellt wird. Klick auf OK und du siehst, dass dieses T hier tiefer gestellt dargestellt wird. Und das nennt man dann auch höher gestellt oder tiefer gestellt formatieren. Danke für deine Aufmerksamkeit.